Ein Herz für Kinder. Das hat natürlich auch die Lebensmittelindustrie. Warum sonst sollte sie ihre Kinderpuddings mit Comicfiguren oder süßen Tierchen schmücken? Robby, wer ist denn Robby? Robby, du kleine Drache. Sebastian deckt auf, was in Fleckenpuddings für Kinder wirklich drin steckt. Fritz, Paul, Charlene, hallo? Wo sind die Kinder wieder? Ich wüsste, womit ich sie locken könnte. Mit solchen Produkten. Fleckenpuddings. Eine beliebte Zwischenmahlzeit bei Kindern. Mama, 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 will ich haben. Ja, schön kunterbunt, mit lustigen kleinen Figürchen drauf. Und hier, Wahnsinn. Erstmal ganz wichtig, wir kommen alle in den Freizeitpark, wenn wir das essen. Marketing ausgerichtet für die jüngere Zielgruppe. Viele der Produkte werben ganz offensiv mit flippig bunten Verpackungen, maßgeschneidert für Kinder. Robby, wer ist denn Robby? Robby, du kleine Drache. Was ist hier? Hier steht sogar drauf, Kids World. Transformer, Pudding Dessert, mit Überraschung. Ich stell mir genau schon die Werbung vor, ne? Und die Kinder so, oh. Ich meine, das ist ja echt die Krönung. Ist das die Härte, oder? So ein Superheldenarmband. Allein an der Größe kann man ja schon mal sehen, für wen es gemacht ist. Bestimmt nicht für meinen Arm. Da wird auf dem Rücken Unschuldiger ganz schön Profit gemacht. Das finde ich extrem uncool. Wirklich. Auch wenn die Bundesregierung daran etwas ändern will, rechtlich ist Kinderwerbung in Deutschland noch immer erlaubt. Egal, wie viel Zucker in den Produkten steckt. Und auch schmecken Vanille-Schoko-Schoko-Vanille. Hersteller von Kinderlebensmitteln werben gerne mit Tierfiguren oder Comicfiguren auf ihrem Produkt. Das hat den Hintergrund, dass Kinder sich davon sofort angesprochen fühlen und dieses Produkt haben wollen. Das ist natürlich gezieltes Kindermarketing. Und leider ist das in Deutschland erlaubt. Fleckenpudding. Vanillegeschmack mit Kakao. Verrückt, man macht eine Sache mit zwei Farben. Ja? Und das gibt's ja von jeglicher Couleur hier. Nochmal, zwei Farben Dessert. Wahnsinn! Schokopudding mit Vanillegeschmack Flecken. Und was ist das? Oh nee, ne? Also jetzt mal ganz ehrlich. Vanillegeschmack, Schokogeschmack. Welcher ist welcher? Ja, Schoko, Vanille, Vanille, Schoko. Aber ey, Leute, das Witzige ist, sie nehmen für beide den gleichen Deckel. Sebastian Lege macht sich auf die Suche nach den Unterschieden. Zucker, modifizierte Stärke, 1,4% fettarmer Kakao. Und hier ist 0,6 fettarmer Kakao. Ansonsten Produkte beide identisch. Auf der Verpackung wirbt mancher Hersteller mit der Extraportion Protein. Mit mehr als 80% Vollmilch. Ich mache aus meinem Kind einen Bodybuilder. Kriegt jeden Tag so einen Pudding und kriegt Arme wie Arnold Schwarzenegger. Sebastian Lege packt aus. Ja, die sind doch alle gleich, komm. Wenn ich die jetzt nacheinander aufreiße, kann man doch blind keinen Unterschied feststellen. Boah, nach diesem künstlichen Vanille. Der ist wirklich ein bisschen schokoladiger. Aber ansonsten ist das ja blind das Gleiche. Ja, das ist auch die Härte, ne? Mit Marshmallows, noch eine doppelte Zuckerbombe oben drauf. 22 Gramm Zucker pro Becher. Ey, das ist doch echt zu viel für Kinder. Kein Wunder, dass sie manchmal ausrasten. Durchschnittlich stecken in 100 Gramm Fleckenpudding fast 13 Gramm Zucker. Angeführt wird die Liste von Top Cup von Monte. Mit 22,3 Gramm Zucker und dem Aldi-Produkt Milzani Marshmallows mit 15 Gramm Zucker je 100 Gramm. Am teuersten ist dabei Monte Cup mit 1,41 Euro und Kids World mit 1,13 Euro pro 100 Gramm. Fleckenpudding. Ich bekomme gleich Flecken, weil genau die mache ich jetzt nach. Flecken! Das ist keine Krankheit. Das ist ein Pudding. Man nennt es Pudding. Pudding ist eigentlich ein gebackenes Gericht aus dem Wasserbad, aus dem Ofen. Altenglische Tradition. Bei uns eher, ich sag mal, ein gebundenes Milchdessert. Grundzutat für den perfekten Industriefleckenpudding ist Milch. Da steckt wirklich viel Milch drin.
Milch ist für die Industrie vergleichsweise günstig und sie ist wichtig für den typisch sahnigen Geschmack. Um die Puddings gesünder wirken zu lassen, nutzen die Hersteller zusätzlich Proteine. Hier, Milcheiweißerzeugnis kann das Eiweiß aus jeglicher Form der Milch sein. Milcheiweißerzeugnis besteht zu mindestens 70% aus Eiweiß und ist eine günstige Proteinbombe. Danach gibt Sebastian Lege Zucker für den Geschmack hinzu. Und das nicht zu wenig. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Kinder sowas in ihrem Tornister haben. Jeden Tag. Bis zu 22 Gramm Zucker pro 100 Gramm können in den Fleckenpuddings stecken. Ja, nach Vanille schmecken, ne? Aber Bourbon Vanille wäre viel zu teuer. Hier, Vanillearoma. Das günstigere Aroma verleiht dem Pudding trotzdem seinen typischen Vanillegeschmack. Sebastian Lege rührt noch Carrageen als Bindemittel und Natriumcarbonat unter. Das stabilisiert die Milch zusätzlich. Und damit wir eine richtig schön gelbliche Vanillefarbe bekommen, hier, Beta-Carotin, Möhrchenfarbe. Da würde sogar Bugs Bunny ein bisschen neidisch werden. Beta-Carotin ist ein Naturfarbstoff und wird gerne als Färbemittel eingesetzt. Da wird sogar Lachs mitgefüttert, damit er schön orange ist. Sebastian Lege gibt modifizierte Stärke dazu. Sie ist ein gern genutztes Bindemittel der Industrie. Und das nicht ohne Grund. Denn sie ist im Vergleich zu normaler Stärke robuster und kann größere Mengen Flüssigkeit binden. So können Hersteller mehr günstiges Wasser in ihren Produkten verarbeiten und mehr Inhalt vortäuschen. Ob sich in einem Lebensmittel modifizierte Stärke versteckt, ist aber nicht immer klar zu erkennen. Leider ist es in der Lebensmittelkennzeichnung erlaubt, wenn ich bestimmte Zutaten nur in kleinen Mengen zugebe, wie zum Beispiel Stärke, dass ich sie dann als Klasse in der Zutatenliste kenntlich mache. Und dann muss leider nicht unterschieden werden, ist da modifizierte Stärke drin oder Stärke. Einige Hersteller nutzen dieses Schlupfloch natürlich aus. So, ich stelle jetzt hier auf Rühren, ich stelle auf Temperatur, theoretisch Kaffee ziehen, warten, abfüllen. Und so einfach geht Vanillepudding. Tja, perfekt. Und dann ein Flecken und noch ein Flecken. Ja, die machen sich doch schön einfach in der Produktion. Da wird eine Grundmasse hergestellt und die andere wird nur anders aromatisiert. Um das jetzt ein bisschen umzutunen, hier, ach nee. Wir wollen ja auch ein bisschen sparen, deswegen erstmal Schokoladenaroma. Schokoladenaroma ist günstiger als echte Schokolade. Und jetzt entöltes Kakaopulver. Nicht zu viel. Mit gerade einmal 12 Gramm Kakaopulver zaubert Sebastian Lege aus Vanille einen Schokopudding. Boah, so. Zack. Zweimal Vanille ist gleich einmal Vanille, einmal Schokolade geworden. Das muss ein bisschen runterkühlen und dann hole ich meine Becher. Jetzt kommen die Flecken. Helle Flecken, dunkle Flecken. Schön abgekühlt und lässt sich jetzt wunderbar dosieren. Zwei Schälchen. In der Fabrik läuft das natürlich anders. Das sind das automatische Dosierdüsen. Da läuft fertig. Da dauert so ein Becher vielleicht 2 Sekunden. Sebastian Lege benutzt Plastikspritzbeutel, wie sie auch Konditoren verwenden. So kann er die beiden Puddingsorten präzise portionieren. So, perfekt. Das passt. Ja. Schmeckt schon nach dunklen Flecken. Ist ja kaum Schokolade drin, ne? Das ist eher hier romantische Konditorarbeit. Ist also überhaupt nicht meine Kernkompetenz. Jetzt mache ich schon mal die hellen Flecken rein. Immer abwechselnd spritzt Sebastian Lege erst den hellen Pudding und dann den dunklen in die Becher. Wieder ein dunkler Fleck. Und jetzt wieder helle Flecken. Das sieht doch schon fast aus wie das Original. Genauso wie das Original. Helle Flecken, dunkle Flecken. Ja. Ein bisschen Vanille, einen kleinen Hauch Schokolade, ordentlich Zucker und der Kinderspaß ist perfekt.
Sebastian Lege hat sich noch das passende Logo ausgedacht, damit sein Pudding Kinderherzen höher schlagen lässt. Den Legefanten. Figur passt. Das Lächeln auch, oder? Zum Schluss kommt noch ein Aluminiumdeckel auf den Becher. Wichtig für eine längere Haltbarkeit. Keine Sorge, ich würde solche Produkte nie auf den Markt bringen. Probieren wir doch mal. Und? Boah, nur süß. Leichte Kakaonote, Vanille, Genuss. Nee, nur Optik. Aber Nährwerte nicht wirklich berauschend.